Haben Sie eine Idee? Ja, Nullpunkt Energie kenne ich. Zero Point Energy. Ja. Was bedeutet das? Physikalisches Vakuum, was heißt das? Eigentlich, dass keine Energie da ist. Also keine Energie und keine Masse. Das ist physikalische Daten. Muss man doch schauen, dass es eine Einschränkung gibt, weil man gefunden hat, Leute wie Casimir zum Beispiel und Lamoureux haben gefunden, dass es kleine, witzige Energiemengen gibt, die man aber physikalischen Messgeräten nicht messen kann. Aber sie sind da. Was ist denn der Wert davon? Ich würde sagen, Kraft, denn man muss sich nicht erwarten, dass es Kraftwirkungsquanten gibt, die das andeuten können. Also muss man es ein bisschen vergessen. Und die Welt von Vakuumstrukturen liegt nicht so sehr in der Energiemenge, sondern in der Informationsmenge. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Punkt. Traditionell kann man sagen, und das ist eigentlich in traditioneller Quantenmechanik, könnte man sagen, dass das Produkt von Energieänderungen mit Zeitänderungen kleiner ist als das Planck'sche Wirkungsquantum, heißt das in Quantenphysik. Aber das heißt auch, dass wenn man das betrachtet, dass nur die Information vom Vakuum wichtig ist. Es gibt, haben Sie schon von der deutschen Gruppe der Neuen gehört? Der Neuen oder der Neuen? Da muss ich unbedingt heute Abend mal ins Internet gehen, das ist fantastisch, was da abläuft. Es ist Robert Gansler, G1SLR, mit seinen Truppen, die da fantastische Experimente gemacht haben und die Seis-platonische Körpermodell. Das heißt, die sehen das ganze Informationsfeld, das Vakuumfeld eigentlich, als eine Sammlung von platonischen Körpern, die sich einige vereinigen, Unification, wie man das nennt, Unifikation, aber auch mit Formresonanz arbeiten. Und wenn man weiß, dass man mit Zeit- und raumlosen Strukturen arbeitet jetzt, dann heißt das, dass man wissen muss, dass diese Unifikation nur stattfinden kann, auf Basis von Informationsgegebenen und nicht energetisch sind. Jetzt, was ist der Witz an das Ganze? Das ist, dass man sagen wird, die herkömmlichen Physici und Quantenmechaniker werden sagen, ja, aber die Informationen, die können Sie nicht messen. Brauchen Sie auch nicht zu messen. Sie brauchen nur die Auswirkungen zu beobachten. Zum Beispiel, wir haben ein Apparat konstruiert, den Negentropie-Messer, Negentropie-Gerät, womit Sie, und ich werde später sagen, wie Sie das ersetzen können mit dem Core. Das Negentropie-Gerät holt eigentlich anscheinend, fängt ein, die Vakuumstrukturen, also die Informationsstrukturen, und bearbeitet damit zum Beispiel Pflanzen, Obst, Blumen, aber auch die seelische Situation der Menschen und Tiere. Und ich werde Ihnen ein Beispiel von geben. Haben Sie schon von radiästhetischen Methoden gehört, wie Vita-Energien, Vitalisationsenergien? Man nennt das Energien, sind eigentlich keine Energien. Bovis, kennen Sie? Mhm. Ja. Vita ist eine andere Version, wir können da später mal über reden, wenn Sie wollen. Es ist sehr, sehr interessant. Man hat gefunden, dass wenn Sie zum Beispiel Wasser mit diesen Sachen bearbeiten, dann kommen Sie, normales Leitungswasser hat ungefähr 14.000 Vita-Einheiten. Also 1,4 mal 10 hoch 4, 14.000 Vita-Einheiten. Wenn Sie das mit Vakuuminformationen bearbeiten, 30 Minuten, oder mit einem speziellen System wie der Core, werden Ihnen zeigen in einer Demonstration, wie wir das, was die Auswirkung davon ist, dann geht das nicht nach 1,4 mal 10 hoch 4, aber nach 2,4 mal 10 hoch 9. Das heißt, 2 Milliarden 400 Millionen Einheiten. Da kann man sich nicht mehr irren.
Ja, zwischen 14.000 und 16.000 kann man schon vielleicht ein Theater machen, aber wenn das steigt von 14.000 auf 2.900 Milliarden, ich werde Ihnen Beispiele geben, wie wir ganze Landschaften eigentlich geändert haben, radionisch, nur auf Informationsgebiet. Also die Information führt eigentlich die Energie. Und was sitzt da hinten, was ist die Idee dahinter? Und jetzt wird es eigentlich sehr wichtig, haben Sie schon von Entropie gehört? Mhm. Was ist Entropie? Wenn wir Ihnen sagen, ja, Entropie ist eigentlich eine Situation, wobei Sie die Maximum an Freiheit haben, die Maximum an Umordnung und das Maximum an Bequemlichkeit. Das heißt, Maximum an Bequemlichkeit, niedrigste Energie. Jetzt hat die Leute von der Gruppe von Neun gefunden, in 1999, also nur 10 Jahre her, dass wenn man zum Beispiel eine Flüssigkeit hat, mit unterschiedlichen Molekülengrößen, dass man gesehen hat, dass die Molekülen, die größeren Molekülen, die koppeln sich aneinander fest oder die drücken sich gegen die Wand. Sicher, wenn sie kleinere Molekülen dazu wischen. Zum Beispiel Wasser. Wasser hat Clusterformen. Linus Pauling, ein Nobelpreisträger, hat schon in den 1960er Jahren mit dem Matrix-Simulation-System gefunden, dass es ungefähr 21 Wassermolekülen gibt, von 30 Tetraeder zueinander gehalten, so ein Supercluster macht. Das können Sie mit radionischen Systemen und besonders mit Core sehr gut machen. Ich werde Ihnen zeigen, wieso. Sie haben also die Entropie, das heißt, die großen Sachen hängen an der Wand, drücken sich mehr zusammen und die kleinen haben mehr Platz. Das heißt, die Entropie der großen Teilen geht runter, weil sie nicht mehr so viel Beweglichkeit und Umordnung machen können. Aber das ist nur, um die kleinen Elementen, die reinkommen, mehr Platz zu geben. Und die kleinen Elemente, was sind das, denken Sie? Wenn Sie zum Beispiel über das Negentropiegerät reden, dann sehen Sie, dass also Material von draußen kommt. Ich habe Ihnen erklärt, dass eigentlich in Vakuumenergie die Energie keine Rolle spielt, aber das ist meistens Information anhand. Also das, was Sie da reinfügen, das ist eigentlich Information. Und wenn Sie jetzt, die Leute, die Chemie studiert haben oder Biochemie, die wissen, und jetzt wird es sehr wichtig, die katalytische Wirkung in biochemischen Prozessen, chemischen Prozessen und physikalischen Prozessen, diese Sachen werden verursacht durch was man nennt Entropie-Stärken oder Entropie-Schwächen, Entropie-Strömungen eigentlich. Also entropische Kräfte mit anderen Worten. Das heißt, dass wenn ich zum Beispiel eine Information zufüge an einem bestehenden System, dass automatisch entropische Kräfte entstehen, wodurch katalytische Wirkungen in Gang gesetzt werden, auf biochemische, physikalische und chemische Niveau. Und das ist der Grund, warum das Core äußermaßen geeignet ist für solche Systeme. Wir bringen also das Informationsfeld, ist auch ein Fakenfeld. Und wenn man über ursprüngliche Informationsfelder redet, redet man über ursprüngliche Informationsfelder der Person, Zielobjekt, Pflanzen, Blumen. Und dieses platonische Körpermodell würde ich Ihnen anraten, ins Detail anzuschauen. Wir haben da sehr viel mit erreicht und sehr viel mit gemacht. Das Buch, das Kiran Ihnen gezeigt hat gestern, da stehen sehr viele Formen drin. Warum? Weil in das Vakuum weiß man jetzt, dass es dynamische Eigenschaften gibt von diesen verschiedenen Formen. Und die Resonanzen sind extrem wichtig. Also mit anderen Worten, wenn man Informationen zufügt, ist das Gleiche, als wenn man kleine Moleküle aus dem Vakuum reinbringt. Haben Sie das gut verstanden? Mhm. Ja. Und das ist einer von den Schlüsseln hinter der Radionik und die Informationsfeldmedizin und so weiter. Sie machen also, und das ist sehr, sehr wichtig, die katalysatorische Wirkung. Sie wissen, was ein Katalysator ist. Es ist ein Stoff, der ein chemisches Prozess in Gang setzt oder unterhaltet, ohne da mitzumachen. Also die Katalyse-Prozesse, das wusste man schon längst,
werden von entropischen Kräften beeinflusst und gesteuert. Und entropische Kräften, die werden geändert, haben wir jetzt gesehen, durch Informationen.